Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, es ist wieder soweit. Sid hat wieder zugeschlagen und zwar mit der Version 1.2 des Lexion 780 Packs mit Zusammenarbeit oder in Zusammenarbeit mit dem Loki. Haben wir hier ein geiles Pack und ich muss sagen, Dankeschön für die Mail. Derjenige, der mich darauf hingewiesen hat, ich weiß nichts, nicht, ob es der Sid oder ein Kumpel von ihm selbst war. Auf jeden Fall ein Marius oder Marius, wie immer man das auch spricht. Thanks for the mail. I read it and I tested the Lexion and I really must say it's great. It's very great and so I decided to show it in my video. Ja, Freunde, das war eine kurze englische Botschaft an ihn. Wer es verstanden hat, perfekt, wer nicht, Pech gehabt. Ich erkläre es nochmal auf Deutsch. Und zwar, wie gesagt, habe ich die Mail bekommen mit dem Hinweis auf dieses Lexion Pack. Ich habe es mir angeschaut auf LS-Portal und ich muss sagen, ey, die Qualität ist Wahnsinn. Ich habe ja vor kurzem mal erwähnt, ich würde mir wünschen, dass es dieses Lexion Pack, dass es zu Hunderten, zu Haufen überall gibt in zig Versionen, dass es dieses ein einziges Mal in Top-Qualität gibt. Mehr braucht man nicht, da braucht man keine 100 Lexion 87, 1.5 und 7.85, sondern eine Version, die top ist, die vielleicht nur ein bisschen verbessert werden kann, immer wieder, aber ein Modder und der sich das zu Herzen nimmt. Und das ist jetzt passiert, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Fangen wir an beim Shop mit den Erntemaschinen, dem Class Lexion 87 TT und dem Standard, Standardbereifung. Für 555.000 kaufen wir uns den Terra-Truck und für 510.000 den mit der normalen Bereifung. Korntank-Kapazität ist auch variabel, 13.500 Liter und beim normalen für 12.800 Liter. Leistung 598 PS ist identisch, Standard-Fruchtsorten mit Standard-Nutzung. Ja, jetzt muss ich schauen. Erst, das sieht jetzt lustig aus, weil ich ja das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, einen Meat-Mod drin habe. Deswegen musste ich mich erst ein bisschen neu orientieren. Auf jeden Fall, die Bilder sind wirklich ein Traum. Die Logos sind ein bisschen verwaschen. Das kann Absicht sein oder auch nicht. Ich finde aber, ist das jetzt nicht so schlimm. Hauptsache ist alles schön angegeben. Ja, und weiter bei den Schneidwerken haben wir 4 Getreideschneidwerke mit allen Größen. 7,50 Meter, 9 Meter, 10,50 Meter und 12 Meter für 63.000, 49.000, 40.000 und 29.000 Preis und Arbeitsbreite angegeben. So muss das sein. Und dann haben wir noch das Conspeed 12-Reiher Maisgebiss für 70.000. Ja, da ist ordentlich was geboten. Wie gesagt, die komplette Palette dabei und noch der Schneidwerkswagen. Ich habe mir hier diesen Leguan Quattro 32 genommen für das 7,50 Meter Schneidwerk, wie ihr sie sehen könnt. Und das Schöne ist, man kann es attachen, das heißt, man kann Q drücken und dann ist es attached, auch wenn es hier ein bisschen luftig in der Höhe liegt. Es fällt nicht runter, das ist das Wichtigste. Ja, beginnen wir bei dem Lexion. Ich muss sagen, der Lexion ist endlich komplett überarbeitet worden. Die Texturen sind weitestgehend sehr schön. Wenn das hier noch kleine Unstimmigkeiten sind, lässt sich fast nicht vermeiden. Allerdings muss ich sagen, viele Details sind sehr gut überarbeitet worden. Zum Beispiel hier das Class-Logo. Schaut euch das mal an. Da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Genauso wie beim Lexion-Logo. Absolut scharf und das ist ein Traum. Man sieht auch eine leichte Spiegelung hier hinten, wenn man ein bisschen durchgeht. Jetzt müsst ihr das sehen. Ich muss sagen, das sieht super aus. Auch eine glatte Oberfläche hat man hinbekommen. Natürlich gibt es noch die ein oder anderen Sachen, aber generell gut überarbeitet. Wir haben hier die Reifen noch, wo ich sagen muss, okay, könnten auch noch verbessert werden, werden sie vielleicht auch. Auf jeden Fall sehen die Felgen ganz in Ordnung aus. Wir haben hier die Leiter mit, ja, auch leichten Verpixelungen generell, aber einer guten Textur. Was immer noch so ein, ja, negativer Punkt ist, ist hier der Anbau, Schneidwerksanbau, aber das, glaube ich, könnte man auch noch machen. Sonst der Rest hier unten, wo immer so schlecht war, das hat man wirklich gut überarbeitet. Im Heckbereich auch diese Warntafeln, ganz neu, sehen richtig gut aus. Natürlich dann wieder die Blinker, also man sieht halt immer noch, es sind immer noch genügend Objekte vorhanden, die überarbeitet werden könnten. Aber im Endeffekt ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Steigerung da. Und was noch besser ist, man kann nämlich, das ist das Allergeilste, man kann
das Kennzeichen hier wirklich manuell ändern. Das heißt, man kann sich sein Kennzeichen machen. Ihr seht hier PE, das ist noch nicht ganz fertig. 962 ist ja mein Pseudonym, Lightwolf 962. Ja, super Sache, muss ich sagen. Das Schneidwerk in allen Größen erhältlich. Auch die Schrift relativ hochauflösend. Relativ. Ansonsten die Standardfunktion heben, Haspel weiter einstellen und so weiter. Laser einklappen, ausklappen, alles möglich. Generell finde ich aber auch, dass die Kabine etwas besser aussieht und wie gesagt optisch die Seitenkästen, die eigentlich größeren glatten Bereiche, sind hier wirklich überarbeitet worden. Genauso auch wie das Raupenfahrwerk ein bisschen im Heckbereich. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Maisgebiss und mit dem Ding los. Ich kuppel den mal ab. So, jetzt wäre das erledigt. Ja, wie gesagt, ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier zusammenzuklappen, wie immer. Und das klappt auch richtig gut, richtig schnell, sieht sauber aus. Ansonsten, im Kompletten, wenn man das Teil sich so anschaut, wirkt es richtig geil. Ich möchte mich trotzdem hüten davor, hier für die Modelle und Texturen 5 Sterne zu geben. Das wäre absolut nicht gerechtfertigt, weil es nicht so ist. Man sieht zwar eine deutliche Steigerung, das ist sehr positiv, aber man sieht auch, dass der Lexion extrem nach vorne geneigt ist. Also hinten viel höher als vorne. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Beim anderen Lexion ist es ja nicht so schlimm. Auch ein bisschen, aber bei dem merkt man es doch viel deutlicher. Auch wenn ich das Schneidwerk abkuppel. Ja, es macht ein bisschen was aus. Nicht viel. Wie gesagt, lasst euch von diesen ganzen Mods links nicht desorientieren. Das sind alles noch zusätzliche Mods, die also wirklich nichts mit dem Mod an sich zu tun haben. Es geht wirklich sauschnell, dieses Zusammenklappen. Dann schauen wir uns mal die Beleuchtung an. Okay, Leuchten funktionieren. Blinker sind ebenso. Sehr gut. Und ja, die Arbeitsscheinwerfer. Ja, okay. Gehen besser, sind in Ordnung. Blinker, Rückfahrlicht, ja, eine Güte. Wir sehen hier PANM 962, Nagan Metalbauer. Das heißt, mein Kennzeichen, das ist eine der geilen Sachen, die man hier machen kann. Deswegen finde ich trotzdem noch, dass gewisse Sachen verbesserungswürdig sind. Innenansicht, keine IC-Steuerung, ein Joystick, der ist beweglich und, ja gut, das soll eine Rückfahrkamera anzeigen, die aber nicht wirklich funktioniert, sondern nur bildlich dargestellt ist. Ansonsten haben wir hier KMH-Anzeige eingebaut, hier beim rechten, ganz rechten Monitor und auch beim vorderen Terminal sehen wir KMH- und Drehzahlanzeige. Sehr interaktiv, Joystick bewegt sich, Spiegel sind auch perfekt verbaut, hier oben auch Klimaanlage und so weiter. Man sieht richtig schön in den Kontakt rein. Das Bild finde ich richtig cool, wie man den Kontakt rein sieht, den Ausschnitt. Ansonsten ist jetzt nichts Weltbewegendes im Innenbereich. Ich würde sagen, wir starten mal los mit dem Dreschwerk. Und ja, das Conspeed an sich, das wirkt relativ gut, oder? Ja, zumindest hier in der Seite, die Aufschrift sieht wirklich gut aus. Wie gesagt, hier sonst texturmäßig gibt es ja manchmal noch Abstriche, ist einfach so. Starten wir los, würde ich sagen. Ja, und der Einzug ist natürlich... Was heißt natürlich? Der Einzug ist angebaut. Schwachsinn. Der Einzug ist zufälligerweise exakt dieselbe Einzugsanimation, Einzugstextur, die wir benutzen von der Maistextur. Da frage ich mich doch, ob das Absicht war, aber guckt euch das mal an. Das sieht schon echt sauber aus und vor allem, wenn man dieselbe Textur hat, kann man es verifizieren. Generell ist der Unterschied gar nicht mal so groß von den Schneidwerken, von den Maisreihen zum Schneidwerk. Das passt also. Ansonsten haben wir natürlich, wenn wir jetzt normal dreschen würden, Möglichkeit Strohablage ja, nein auszuwählen. Schneidwerk ist natürlich zuklappbar. Was ich nicht vergessen sollte ist, und zwar mit M können wir hier diese Animation. Nee. Ich dachte, was ist denn das? M.
Abschalten-Animation, alles klar. Das wären dann diese Dinger hier unten, diese Siebe, ich hoffe, ihr seht sie, oder diese Teller, die das Maisströten raushauen. Ah, jetzt hört's auf, alles klar, okay. Das ist doch diese Animation, die man hier einschalten kann und ausschalten. Ist generell eine geile Sache. Der Rest ist unwichtig. Kontan-Kapazität wurde verringert, das ist unspektakulär. 13.500 gehen hier rein. Ansonsten sieht alles sehr, sehr stimmig aus. Ich möchte hier gerne 4 Sterne vergeben. Ich finde es schön, dass man hier sich gewagt hat, wieder mal was zu bearbeiten. Und generell, Alter, der Kontakt wird richtig schnell voll. Sieht man hier innen auch eine tolle Fillplane, die richtig gut aussieht, mal was ganz Neues. Und also ich kann mich nicht beschweren, ich hätte mit dem Teil auf jeden Fall meinen Spaß, auch wenn natürlich noch ein bisschen was nach oben möglich wäre an Textur und Modell. Trotzdem sage ich vielen, vielen Dank, Sid und Loki, für diesen geilen Mod. 4 Sterne. Solltet ihr das Teil nochmal überarbeiten, bin ich mir sicher, da würde nochmal ein halber Stern oder vielleicht sogar gleich auf 5 Sterne gehen. Wie gesagt, es ist ein Grundmodell vorhanden, das noch nicht komplett überarbeitet wurde, das ist klar. Aber diese V1.2 lässt Positives erahnen. Ich freue mich, dass ich das vorstellen durfte, beziehungsweise, ja, durfte. Dass man mir die Möglichkeit gab, mir das vorzustellen. Ich wäre zwar von selbst drauf gekommen wahrscheinlich, aber trotzdem eine nette Geste, dass ihr an mich denkt und sagt, ah, okay, da ist ein Link, da ist ein Mod für Mare, den könnt ihr ja vorstellen. Alles sehe ich auch nicht. Ja, das war's mit dieser Mod-Vorstellung. Wir sehen uns morgen wieder und ich muss sagen, ein Pack, das sich auf jeden Fall für den Download lohnt. Danke, macht's gut. Tschüss.